Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe gesagt, ich moderiere an. Du spinnst ja wohl. Er sagt einfach Aha. nö. Ich gebe dir gleich mal nö. Ja, wie dem auch sei. Frechheit Guten der Tag. Jugend, ja. Ja, schlimm, ne? Wir sind zurück nach einem Tag Abwesenheit. Schlimm, schlimm. So. Wir Ja, wollen es ist jetzt ja auch ein heute Tag her, mal. dass wir zuletzt gespielt haben. Ehrlich. Wollen jetzt mal heute hier diesen kleinen Bereich hier wenigstens noch abschließen. Ich will meine Story-Quest heute noch machen. Ja, je nachdem, wie weit wir kommen, ne? 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 Ich habe die Das Drohnen liegt nur an dir. umgeleitet, damit sie auf Imperiale feuern. Etwas problematischer als ein verschwundener Techniker. Und an meiner Auffassungsgabe, was ich tun habe, was sehr zurück. Oh nö. Oh doch. Nein, warte mal kurz. Obwohl, kannst vorfahren, ist ja Bursch, der dauert dann genauso lang. Habe meine Was Kippe denn? falsch gedreht. Jetzt fällt sie hier auseinander. Ich bin müde, ich kann nicht Ja. mehr meine Kippe drehen, sonst kann ich hier mit einer Hand drehen. Mir auch keiner glaubt, bis ich es mal zeige. Ich Na. suche gerade, wo wir hin müssen für dieses sabotiert die Geschütze. Meint ihr die großen? Nein, die Kleinen. Ich muss einfach putt machen. Ja. Wo sind sie denn? Die waren eigentlich immer hinten an den Türmen. Wohin? Ich bin verwirrt. Ist ja schön. Warte mal, ich pull die mal. Ja, die sind das. Die kommen nämlich rausgefahren, die Kleinen, wenn man den pullt. Moment, warte. Ja, genau, ich lasse mich hier beschießen, bis dann immer wenn es da. Warte doch, so warte doch. Beeil dich, ich lasse mich hier nicht ewig beschießen. Ich komme nur mit 1, 1, 1. Wo bist du denn? Wo bist du? Vollpfosten. Warum entfernst du dich immer von mir? Warum fährst du nicht dahin, wo ich bin? Ja, weil ich richtig fahre. Ich gehe doch Ja, nicht dann dahin, wo komm das hier Feuer hoch. Hier oben ist. ist auch eins. Ja, eins brauche ich nur noch. Na, hier sind zwei. Warum gehst du nicht dahin, wo ich bin? Ja, weil ich richtig bin. Das ist eine Frage. Du hast einfach eine Streife gepult. Hast du deine Ausweispapiere nicht dabei gehabt? Ja, mein Druide hat's irgendwie schon drauf. Der ist lustig. So, bist du jetzt fertig? Nee, mir fehlt noch eins. Einmal mit Lebewesen. Ich bin halb gestorben beim Runterfliegen. Ich hatte keinen Fallschaden. Ein bisschen. Aber ich habe ja auch den Buddy Jump gemacht. Jump, Jump. Hüpf, hüpf. Oh, mein Was? Markus. Was? Warum bist du nicht bei mir gewesen eben? Das ist voll unnötig. Tja. Ich bin ge mache ich gerne, danke. Oh, Herrgott, jetzt wisst ihr mal, ihr wisst es sowieso schon, was ich mir manchmal mit dem Kerl hier antun muss. Eieiei. Ja. Das ist hochqualitativ. So muss das. Markus, Nein. nee, du Hä? sagst nicht. Nein. Verletzt uns deine zwei Gefühle. Ja. Ich wollte gerade sagen, ernsthaft, du bist schon wieder nicht in meiner Nähe. Doch, doch, ich bin da. Alles gut, alles gut. Letzter Teil Bonus. Leite den imperialen Handelskonvoi um.
Ja, wir wollen, dass die nicht mehr handeln können, weil die irgendwie die Handelslizenzen nicht beachten. Bestimmt. Es ist hauptsächlich bürokratisch gedacht. Wir leiten die um, dass alles in unserem Kämmerchen landet und das werden wir natürlich dann alles am Start abgeben. Nachdem wir uns Diktokratisch. 90%, nachdem wir uns 90% daran bereichert haben, natürlich, weil das ist die Aufwandsentschädigung. Demokratur, ne? Diktatur. Oder eine Diktokratie. Diktokratie geht auch. Sokrates. Ja, der hat da nichts zu suchen. Ich komme aus Griechenland. Ja, ich habe Jetzt habe ich dich Hunger. geowned. Der hätte aber selber drauf kommen, dass ich das Griechenland-Argument jetzt nehmen werde. Ja, aber trotzdem hat Sokrates damit nichts zu tun. Das ist egal. Ein Grieche ist ein Grieche. Und die hatten wenigstens mal die Demokratie als erstes. Die haben den Mist erfunden. Ich bin generell gegen Freiheit. Das bringt nichts. Der Freiheitsgedanke ist ein Irrglaube. Ich werbe mich auch gerne einfach spontan in irgendwelche Räume ein, wenn ich umgezogen bin. Du wirfst den Schlüssel weg, Und ne? werfe den Schlüssel weg und versuche dann auszubrechen. Warum? Weil ich es kann. Das hat keinen anderen Grund. Hat sich das Ding gerade selber rangezogen, oder was? Was? Ja? Irgendwie hat sich der Druide selber rangezogen. Kann sein, dass der das macht, wenn der Spaß dran hat. Mein Java beim Kopfgeldjäger, der Gefährte, zieht sich immer selber ran. Der versucht zwar immer die Gegner ranzuziehen, aber irgendwie ist er zu klein dafür. Das sieht immer so witzig aus. Allein wegen dem Java hätte ich irgendwann mal Bock, den Kopfgeldjäger wirklich zu spielen. Kopfgeldjäger, wie gesagt, wie ich auch in The Force Unleashed sage, ich bin Boba Fett-Fan. Das war sofort die erste Klasse, die ich genommen hatte. Dengo war auch cool. Kommt natürlich nicht Django. angreifen, aber das werdet ihr schon sehen, was ich dazu sagen werde. Was zum? Das stimmt. Voll die Aggro gepult und mein Druide hat noch was mitgebracht. Was machst du? Alter, du hast hier ganze Gebäude gepult. Ja. Ich heile mich Einfach mal. liegt auch mal auf dem Spacken. Mein Druide ist jetzt gleich tot. Ja, verdient ist verdient. Yay. Weiter noch mehr. Ich hab halt gepullt, hab ich doch gesagt. Es war der absolute Fail-Pull, aber ja. Oh. So, jetzt muss ich erstmal M1 Erledigt. 4X aufheben. Mein armer Druide, Alle stehe doch Systeme auf! reaktiviert. Ach, ein paar Ersatzteile, dann geht das schon wieder. Oh, ich wäre fast. So. Aha. Beste Weglauf-Animation ever. Hui, und er ist tschüss. Ich verstehe gar nicht, warum wir nicht mitfliegen dürfen, aber hey. Wir Kommen haben wir ihm aus das dieser Leben Kuhle gerettet. eigentlich irgendwie raus? Kommt man hier aus dieser Kuhle eigentlich irgendwie Klar, wieder ich raus? zeig dir wo. Ich versuche nicht abgemahnt zu werden. Auf zu schießen. Ich habe hier in der Nähe nämlich noch eine Quest, die ich machen muss. Ey, mein Mount funktioniert nicht. Moment. Ich repariere jetzt nicht deinen Mount, ich bin nicht auf Arbeit. Du, du. Der Typ steht aber echt auf diesem blöden Du-Du-Du-Du. Ich check nicht, warum er auf so einem Mist steht, aber so ist. Ah, ich sehe den Aufzug.
Surf, du siehst. War das heute so schön? Du bist eine Brille aufgesetzt. Das ist ja unglaublich. Kann ja auch das Owned-Lied vorsingen, habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Das was? Das Owned-Lied. Das kenne ich gar nicht. Ich habe heute das Noob-Lied kennengelernt. Noob ist auch schon uralt. Der Noob-Song. Der Markus-Song. Ja, der wurde nur für mich geschrieben. Ah, ich nicke hier gleich ein. Bleh. Jetzt passiert hier endlich das, was mir schon mehrmals passiert ist. Beim das ist Zocken. Mir, ich habe das Schlimmste, Beste war überhaupt für 20er Raid damals diese 10 auch auf der Allianz-Seite, ne? Bin ich einfach eingepennt und als Heiler fällt das halt irgendwann aus. Und also Mike, ich nuschel da so vor mich hin, auf einmal hört man mich schnarchen. Dann kommt meine damalige Freundin ins Zimmer rein, die bei einem anderen Zimmer war. Wenn die fliegt nicht rück, kommt er immer quatschen. Und dann kam sie rüber und hab mich erstmal wach gemacht, weil ich vorher angefangen zu streichen. Stell ich mir schon geil vor, wenn du mitten im Raid einfach. Mann, das ist auch schon passiert. Der ist also auf der Tank und dann ist er beim Laufen eingepennt, als wir gerade hinten einen Traumwandler machen und so, als wir gerade Trash vor Traumwandler beseitigt hatten. Der komischerweise auch das Rostmarke damals gedroppt hatte. Und dann geht Martin rennt zu Martin, bleibst du mal stehen. Martin, Martin, einfach Martin! Und er sagt, hä, was? Ist du? Ah, ich muss tanken. Oh. Also, oh, gepult. Man kann beim Zocken einfach mal einpennen. Ich bin mal, aber bestes Einschlaferlebnis war eindeutig bei Quake damals. Einfach Pam auf die Tastatur den Kopf und hab gepennt. Ich war als einziger nur noch auf dem Server irgendwann wie morgens aufgewacht und hatte noch WSAD irgendwie im Kopf stehen. Ins Bett legen, da hatte ich in dem Flur da an, in meiner ersten Wohnung war da so ein Spiegel, guck ich so, hä? Ich so, oh, mir ist halt weh, ich sollte mal rausrücken zum Laufen. Hört euch das an. Um ehrlich zu sein, werden viele von euch es vermutlich nicht. Ich bin bis jetzt immer noch, wenn ich eingepennt bin, rechtzeitig ins Bett gegangen. Manchmal pinne ich einfach einmal, Alter. So läuft das. Und dann steht da zwar, ich bin online, aber dabei schlafe ich gerade. Uns geht es nicht um Ruhm oder Credits. Uns geht es darum, bei Bomber zu sein. Ich glaube, wir rennen vorhin voll weg. Warum sollte Wieg plötzlich so eine Mission annehmen? Keine Ahnung. Aber irgendwas hat er mit Sicherheit. Da ich mich beim Schlafen bewege, geht immer wieder das Away-Tempo weg. Leute, ich bin da. Wenn wir dort alles haben, was wir brauchen, dann geht es direkt zu unserem endgültigen Ziel. Hey, das ist eine Stadt, die vom Imperium besetzt wurde. Eine ihrer wichtigsten Stützpunkte auf Balmora. Klingt ja, wach und denkt, voll gespammt, ich so, ey, bleib mal locker, ihr habt gerade gepennt. Ich hoffe, ihr erwischt diesen Mistkern, bevor sich wieder aus dem Job macht. Ich kenne da jemanden bei den Sondereinheiten der Republik, Trier. Er hilft uns in Sobrik. Ich wette, er kann euch bei der Suche helfen. Oh ja. Wo bist du eigentlich? In meiner, ich rede gerade mit meinen Klassenmongos hier. Bon? Meinen Klassenmongos. Klassenmongoliden. Ja. Halt den Mund, Mimsi! Mimsi ist ausgefuchst. Die neue South Park Folge ist auch schon wieder so geil. Du bist ein so richtige Lied für Fabian Silbereisen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wir verzeichnen da oben sehr viele imperiale Bewegungen. Sarkis hat ein paar Sachen sabotiert, um sie zu beschäftigen. Ihren Sarkis, Sir. Ich habe den Imperialen ein paar Geschenke für ihre Gastfreundschaft dagelassen. Das ist unser Mann. Könnt ihr uns Kontrolle über das balmoranische Satellitensystem verschaffen? Nicht wirklich, aber ich kann es abschalten. So viel steht fest. Was meint ihr damit, nicht wirklich? Ich kann euch einen unautorisierten Befehl verschaffen. Dann wird das System verschlüsselt und die Adleraugen werden Wochen brauchen, um das rückgängig zu machen. Das muss reichen. Was müssen wir tun?
Der Hack muss im Hauptcomputer des Satellitenkontrollturms vorgenommen werden. Also genau da, wo Admiral Rizer und seine Leute stationiert sind. Dann kann man die doch bei der Gelegenheit gleich töten. Hat der Admiral noch mehr Verteidigungsmaßnahmen? Nur seine Erfolgsquote. Selbst wenn er besiegt ist, gelingt es ihm immer, noch einen letzten Schlag auszuführen. Wenn der Kampf vorbei ist, müsste diese Disk in die Hauptsteuerkonsole einschieben. Dann wird der Hack hochgeladen. Ich muss an einen Computer. Danke nochmal für die Rettung. Admiral Rizer und seine Leute auszuschalten ist eine schwierige Aufgabe. Seid ihr wirklich bereit dafür? Ich bin ein Jedi. Wir haben unsere Vorzüge. Unterschätzt den Admiral nicht. Ja, er ist erfahren, furchtlos und, was am schlimmsten ist, sehr klug. Sagen Sie, klug wir werden auf euer Signal warten. Er ist K-L-U-K. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Genau. Nicht. Sehr Jones, ich habe die Datenbanken und die Geschützbatterien sind auch erledigt. Dann kann ich endlich wieder in die Luft. Und ich habe sogar ein paar Imperiale erwischt. Ich hoffe, das ist der Beginn einer ehrenhaften Karriere. Ich werde mein Bestes geben. Jetzt, wo die Geschütze beseitigt sind, kann die Flotte wieder starten. Und dann gibt es Rache. Das ist die richtige Einstellung. So, bevor wir die Quest annehmen, geht dann nochmal eine Klassenphase zum Ende. Und das muss ich kurz hier rüberkommen mit. Hier ist noch eine Quest abzugeben. Ja, mach das schnell, dann komm, bevor die neue annehmen. Ich wollte jetzt noch mal sehen. Du bist ein Noob. Ein Noob. Was ist denn da hinten? Wir haben übrigens hier eine Quest übersehen. Ja, die können wir auch eben wieder dran vorbei. Die können wir dann nehmen. Die kamen eben, dass wir es abgegeben hatten. Hier ist also deine Phase. Ich kenne die Quests. Hier ist also deine... Musst du wieder die Käferstadt. Musst du die Käferstadt dafür? Ah, ich flieg dann... Das hättest du mir sagen können, bevor ich da hingefahren bin, wo ich ursprünglich mal deinen Nöppel auf der Karte gesehen habe. Hey, ich hab doch gesagt, ich muss da in die Käferstadt. Ja, gerade. Ja, wie früh soll ich das noch sagen? Du sagst, ich muss da hinten hin und du... Ja, da hinten ist viel. Ich gehe zum Skyhopper, wie kann ich denn auf einmal irgendwo hinten rumlaufen? Ich muss mir erklären, Freunde. Ich hab, als du gesagt hast, ich muss da hinten hin, habe ich die Karte aufgemacht und sah deinen Punkt da irgendwo auf der Karte und bin da hingelaufen. Warum der so schnell ist? Ich hab dann, der springt ja dann von Punkt zu Punkt, deshalb hab ich den nicht gesehen. So, erstmal vor dem Eingang meditieren. Aber nur, weil ich es kann. Oh, ich bin gerade erst gelandet, jetzt so gerade. Ich folge dann so schnell, wie ich kann. Mit T7 kann ich keinen Gefährtentanz machen. Das ist logisch. Mit einem HK-Druiden geht's doch auch. Das sieht verdammt cool aus. Der HK-Druid ist ein... Ein paar Servo mehr. Ja. T7 ist ja nur ein Astromech. Also Killer-Druiden gibt's ja so gar nicht in Star Wars eigentlich. Die werden ja nicht offiziell gebaut. Ja, es gibt nur Kampf-Druiden und Reparatur und so weiter. Ja. Es gibt eigentlich keine Attentäter davon. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie was herstellen würde und das wäre ein Attentäter-Druide, würde ich das auch nicht offiziell irgendwo verlauten lassen. Es ist egal, Imperial oder Republik, das ist ziemlich illegal. Ja. Aber gut, die HK-Druiden sind auch ein bisschen älter. Und effektiver als das, was heutzutage gebaut wird. Die haben ja auch eine ganz andere Technologie.
Ich wurde angewhatsappt, das ist auch interessant. Ich auch. Hier sind alle Trauma-Kits, die ich gefunden richtig. Habe. Ein Bild. Wunderschön. Und die Kits sehen auch gut aus. Entschuldigung. Alles gelegt. Imperialen zu umgehen. Nee, ich hab gerade auf mein Handy geguckt. Drück auf Sonstiges. T7 empfiehlt elektronische Schockwarnung für Dr. T7, führt sie gerne aus. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Es war gute Arbeit, diese Einrichtung und ihre Patienten zu retten. Der Widerstand hat bereits zugestimmt, uns bei der Suche nach dem Tarnprototyp zu helfen. Dieses fortschrittliche Gerät, das ihr sucht. Der Widerstand kann seinen Aufenthaltsort eingrenzen. Aber wir brauchen Zugang zum feindlichen Computernetzwerk. Der einzige Zugangspunkt ist in Sobrik, wo es nur so von Imperialen wimmelt. Soldaten, Kampfläufer, schwere Bomber. Yay, Sobrik auseinandernehmen. Viele Sith. Ich werde einen Weg hineinfinden. Und wenn ich dafür die ganze imperiale Armee ausschalten muss. Ein Frontalangriff? Das wäre Selbstmord. Nö. Sobrik wird von Strahlenschilden geschützt. Nö, ich gehe da einfach rein. Ich glaube, dass wir die imperialen Streitkräfte schwächen können, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Das Imperium hat mehrere Kompetenz um Sobrik herum errichtet, die mit anderen imperialen Festungen verbunden sind. Ein Frühwarnsystem. Großartig. Sobald wir angreifen, rufen sie noch mehr Truppen, um uns zu töten. Oder wir lassen die Imperialen glauben, dass wir ihre anderen Stützpunkte angreifen. Wir infiltrieren diese Com-Relais, lösen einen falschen Alarm aus und locken ihre Verteidigung von Sobrik weg, wodurch es angreifbar wird. Ich bezweifle, dass das Imperium seine Com-Relais unbewacht lässt. Die Com-Relais werden von fortschrittlichen imperialen Kriegsdroiden bewacht. Sehr schnell und extrem tödlich. Ich bin nicht mehr flink genug, um diese Droiden zu besiegen. Ihr schon. Und dann kann der Widerstand das imperiale Computernetzwerk überfallen und herauskriegen, wo sie dieses Tarndingsbums aufbewahren, das ihr sucht. Benutzt dieses Tarndingsbums, um die falschen Notsignale hochzuhalten. Tarndingsbums. Ich werde mir einen guten Beobachtungspunkt suchen und euch über unsere Fortschritte in Sobrik auf dem Laufenden halten. Seid vorsichtig. Nee, vorsichtig bin ich wirklich nicht. Wäre so einiges, aber das nicht. Ich habe mich Alright. Ja. In diesem Sinne werden das wohl ein Cut setzen, Markus Wasser. Genau. Haben jetzt schon ein wenig Überlänge produziert, glaube ich. Nee, ich hätte nein. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Ich könnte jetzt all diese Sprüche loslassen, die ich normalerweise loslasse. Aber ich wünsche euch einfach nur einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Cool. Ja, von mir auch ein Tschüss. Oh, Entschuldigung. Der kam ganz plötzlich, ja. Ich auf jeden Fall. Reingehauen und... Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Und gute Nacht. Ja, das vielleicht auch.